Ja, heute ist der 18. September. Ich sitze hier wieder mit der Claudia Römer. Wir hatten ja neulich schon mal zusammengesessen und einen kleinen Videoaufruf und eine Einladung gestartet an die Freunde von der Claudia in Spanien, uns etwas zu schicken darüber, wie aus spanischer Perspektive die europäische Entwicklung aussieht. Claudia, ist denn schon was gekommen? Nein, leider noch nichts Konkretes. Aber in Mache ist... Ja, hoffe ich. In Mache ist etwas, damit das jetzt ein bisschen schneller geht, haben wir uns ausgedacht, dass die Claudia ihre Einladung bitte nochmal in Spanisch wiederholt. Claudia, würdest du das jetzt machen? Ja, mache ich. Und leg los. Okay. Bueno, la cuestión es la siguiente. Queremos hacer un llamamiento a toda aquella persona que en estos momentos no está contenta con la situación en la que vive por los motivos que sea, que si quiere puede expresar y expresar sus ideas acerca de cuál sería la forma de sociedad en la que quisiera vivir. No basta solo decir quisiera tener más dinero, ¿quién no quiere? ¿No? La cuestión es un poco más seria, que se plantee realmente cuál es la forma de convivencia que quiere para sus hijos y para las siguientes generaciones y para sí mismo. Forma de convivencia que no se para en la fronteras nacionales, sino a toda Europa, que a fin de cuentas estamos todos metidos en el mismo barco. Ja. Gut, das war für mich jetzt nur Spanisch, aber du schickst mir bestimmt noch die deutschen Untertitel. Dann schicken wir das Ganze mal los, lassen das jetzt heute mal ganz kurz hier mit bei sein und freuen uns dann auf ihre Zusendungen. Würdest du mir das nochmal übersetzen, den letzten Satz? Que bueno, que lo dejamos así hoy en una forma un poco más corta de lo usual y que esperamos recibir respuestas y propuestas de todos y cada uno de ustedes. Gut, dann auf Wiedersehen. Jo, kurz und schmerzlos. Genau. Darauf